Hoi, was geht ab, Leute? Homie. Heute mit paar Macholos bzw. Machomais. Ihr wisst, das Event läuft. Despoter Raid, richtig saftig. Gelbe Berge, 40 Bonbons. Und wenn man ihn dann verschickt, 42 sogar. Ich und Philipp haben vor, demnächst ein Despoter Raid zu zweit zu schaffen. Ich habe da nicht viel Hoffnung. Ein paar verrückte Japaner haben es geschafft. Aber vorhin gerade bei einem Raid, da waren wir zu dritt. Also da waren echt viele Leute. Da haben wir uns alle in Teams aufgeteilt, blau, rot, gelb. Und es waren halt drei Gelbe, ich und zwei Kollegen. Und eigentlich dachte ich mir, das ist schon machbar, weil die waren nicht low, die waren 38 und 39. Und wenn ich und Philipp es zu zweit versuchen, dann denke ich mir, werden wir es zu dritt doch locker schaffen. Und wir haben es um eine Sekunde nicht geschafft. Okay, ein Kollege ist in den letzten 10 Sekunden ungefähr rausgeflogen. Das hat wahrscheinlich den Unterschied gemacht, dann hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Aber trotzdem zu dritt, gerade mal so, beziehungsweise gerade mal so nicht, ist schon enttäuschend, vor allem wenn man es dann zu zweit versucht. Ich hatte noch nicht mein perfektes Team, also hier unten ist mein theoretisch perfektes Team, 600er. Und das ist gerade mein aktuelles Team. Irgendwelche High-Level-Macholos, die ich entwickelt habe, davon sind nur zwei mit guter IV, 96 und 93. Also der 125er ist eigentlich ziemlich low, den will ich gar nicht entwickeln und pushen. Fangen wir erstmal mit den 925ern an. Also Level 28 oder so sind die, glaube ich, richtig saftig. Den hier in Holland gefangen, Amsterdam, Event, Amsterdam, Safari-Zone. So, erstmal entwickeln und dann schauen wir mal. Also die drei mit 900, die entwickle ich auf jeden Fall. Also pushe ich, meine ich, auf Max. Entwickeln tue ich. Schauen wir mal, was ich alles entwickeln werde. So. Ich muss auch schauen, ich habe nicht mehr so viele TMs. Ich muss auch dafür sorgen, dass alle Kampfattacken können. Dann im Kampf gegen Despoter. Ich glaube, in dem Fall ist es sogar egal, welche Kampfattacken er kann. Hauptsache Kampf. So. Das erste 100% Machomai. Bam. Bullet Punch. Schade. 2228, okay. Dann Nummer 2. Aus München. So. Ach, mein Nummer 2, 100%. Wieder Bullet Punch Close Combat. Okay. Das waren, glaube ich, zwei identische. Okay, und der letzte. Also, erstmal. Vielleicht entwickle ich auch noch den 600er. 651 ist. Ich weiß nicht, welches Level der ist. Noch nicht ganz. Ich dachte, das wäre schon. Ich war schon einen Schritt voraus. Jetzt, machen wir mal. Über 2000 Bonbons hatte ich. Ich habe die Macholo-Nester im Westpark gut ausgenutzt. Sogar eins, da war Doppel-Candy-Event. Nicht Doppel Candy. Also es war Doppel Candy, aber es war kein Doppel Candy Event, sondern das Jahrestags-Event, wo doppelt alles war. Da habe ich gut Macholos gefarmt. So, 2, 3, 9. Oh mein Gott, Bullet Punch, Heavy Slam. Ich krieg nur Stahlattacken. Okay, den können wir auch noch entwickeln. Genug Bonbons haben wir und dann setzen wir ein paar TMs ein. Und wie gesagt, ich habe so viele Macholos gefarmt. Jetzt bei den drei Events, wo ich war, Macholo war ja Event-Pokémon. Da habe ich nebenbei auch so viele Bonbons gemacht. So. Noch ein Machomai. Der wird wahrscheinlich unter 2000 sogar. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Wow. Alter, ist der low. 1568, das hat. Ah. Das bricht mir das Herz. Ich dachte, er kommt so auf 1,8 mindestens. Wenigstens zwei Kampfattacken. So, fangen wir schnell dieses Pokémon hier. Und dann benutzen wir ein paar TMs. Und dann müssen wir uns überlegen. Okay. Dann müssen wir uns überlegen, welche 6. Alter! Dann müssen wir uns überlegen, welche 6 wir entwickeln. Dann müssen wir uns überlegen, welche 6 wir pushen werden. Oder ob wir überhaupt 6 gepushte brauchen. Also die 300er, die hoch sind, die werden wir auf jeden Fall pushen. Und dann werde ich den... Alter, will der mich verarschen?
Und dann werde ich den 2-5er, der schlechte IV hat, auch pushen. Den werde ich sogar überpushen, damit der die schlechten IVs ausgleichen kann. Und dieses Shuppet will mich hier verarschen. Er wollte schon wieder abhauen. So eine linke Ratte. Alter, ernsthaft? Jetzt. Und? Endlich. So einer. So, wie gesagt, TMs erstmal. Außer es kommt da noch was. Nee. Okay. So. Fast TM. Champ. Der 100er, der. Also alle 100 hatten, glaube ich. Ja, genau. Bullet Punch weg. Counter, okay. Hier. Bullet Punch weg. Counter, okay. Und hier. Bullet Punch weg. Counter, okay. Und einer von denen hatte auch noch Ding. Ich glaube, das war der höchste. Wenn ich mich richtig erinnere. Also der hier. Heavy Slam, genau, weg damit. Dynamic Punch, alles klar. So. Checken wir die Machomas jetzt ab. Hard Champ. Combat Power. So, den hier werden wir überpushen. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen hier pushen. Und wir schauen, wie hoch der kommt. So. Schauen wir mal auf das Datum. 9.10. oder 10.09. Ich check das beim amerikanischen System nicht. So. Schlechter Satz. Den werde ich demnächst in einem Überpush-Video überpushen. Da zeige ich euch eh nochmal, wie das genau funktioniert. Da werde ich den überpushen. Einen Gengar und einen Despoter. Und noch irgendwas vielleicht, was worauf ich Bock habe. So. Das heißt, 1. 2, 3, den 96er, der ist auch recht hoch. Die 200er hier unten mit 228, das sind 5. Und dann, ja, der 237 ist eigentlich richtig schlecht. Den habe ich einfach so entwickelt, damit der ein bisschen kämpfen kann gegen die Hyteras. Dann muss wohl der 292er auch gepusht werden. 93%. Oder ich ziehe den 100er hier unten hoch. Das ist schon echt low. Pushen wir mal den ersten ein bisschen. Also was heißt bisschen auf Max? Ihr seht dann eh alles im Schnelldurchlauf oder geschnitten. Weil pushen dauert eh viel zu lang und jetzt will ich 5 bis 6 Makromais pushen. Und das Video läuft eh schon fast 10 Minuten. Also jetzt beim Pushen werde ich eine Menge zusammenschneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn alle gemaxt sind. So, den ersten 100er auf Max 2848. Alles klar, aus Prag. Ah, das ist cool. Dann habe ich einen aus Prag, einen aus Holland und einen aus Deutschland, München. Auf 100% Max. Das ist echt cool. Nummer 2. So, Nummer 2. 100% Max. Aus München. Diesmal. Fehlt noch einer. Und zwar der hier. Aus den Niederlanden. Los geht's. Staub und Bonbons gehen so schnell weg. Alter. So. Wieder. Letzter Push. Oh ne, das war der vorletzte. Jetzt aber. Letzter Push. Das letzte, 100er Maholo, 2848. Eins aus Prag, eins aus Holland und eins aus Deutschland, München. Bam, hier oben die drei. Richtig saftig. Drei müssen wir noch pushen. Das heißt, wir gehen unter die 6 Millionen wieder. 5, irgendwas Millionen. Sternstaub, aber was soll's. Was soll man sonst mit dem Staub machen? Aber das war's von der Folge. Drei Machomai, vier Machomai
100% entwickelt. Drei von denen auf Max gepusht. Die anderen drei werde ich jetzt noch pushen. Ein paar von denen sogar überpushen. Mal schauen, ob ich und Philipp es schaffen werden. Das werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Ich bin echt gespannt, weil zu dritt haben wir es gerade mal so nicht geschafft. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie wir es zu zweit schaffen werden, aber ich werde alle Ressourcen auspacken, damit wir es schaffen. Wird hoffentlich ein cooles Video. Bleibt dran, bleibt gespannt. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Machomais ihr habt, wie gut die sind, wie hoch die sind und ob ihr auch schon mal zu zweit einen Despotar versucht habt. Haben wir überhaupt eine Chance? Wisst ihr das? Schreibt das alles unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab und folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.